dreifache Mutter, Hausfrau und Teilzeitangestellte. Das ist sicher ein imaginärer Rucksack, der immer ein bisschen schwerer wird dann. Bankmanager mit Verantwortung und Finanzkrise. Das ist ein katastrophaler Zustand. Claudia Teuschel und Reinhard Zechner haben ein gemeinsames Problem. Stress schlägt sich bei ihnen direkt auf den Rücken. Also ich bin die Älteste von drei Kindern und ich komme vom Land. Und dort ist halt so, dass die Älteren auf die Jüngeren aufpassen sollen, müssen. Da wird der Grundstein für spätere Verhalten gelegt. Also ich bin halt ein echter Kümmerer. Wenn irgendwo was ist, ich bin meistens die Erste, die aufspringt und sich darum kümmert. Und das tut auch in Graz nicht gut, weil man denkt ja nicht nach, ist das für mich selber gut? Man macht sich viel Stress auch selbst. Das ist nicht nur so, dass der Stress vom Job herkommt, sondern man will immer mehr leisten, man will ganz vorne sein, man macht sich den Druck selbst. Bei mir war es nicht nur zu Hause, dass ich nicht Nein sagen konnte. Also es war klar für meine Kinder, für meine Freundinnen, dass ich immer da bin und immer bereit und immer verfügbar. Ich habe es da am Anfang überhaupt nicht in Verbindung gebracht mit diesen Spannungen, sondern es waren einfach die Beschwerden da, diese Schlafstörungen, und ich habe nicht gewusst, wo rührt das her. In der Arbeit, ich habe halt alles am Schreibtisch liegen lassen, ja, es geht schon, irgendwann. Man hat enorme Konzentrationsprobleme, man wird auch gereizter, man findet dann keinen Ausweg. Wegen seiner extremen Verspannungen konnte der Banker keine Nacht mehr durchschlafen, was ihn schließlich sogar an den Rand eines Burnouts brachte. Eine typische Entwicklung. Am Eingang dieser Symptomatik steht entweder eine verspannte Muskulatur oder ein fehlgestelltes Gelenk an der Übergang Hals-Brustwirbelsäule, Rippengelenke, die dann diesen Zyklus hochfahren. Die Information geht zum Kopf hinaus, das Hirn kann nichts anderes machen, als zum Beispiel dieses fehlgestellte Gelenk ruhig zu stellen. Das macht es, indem es die Muskulatur verspannt. Die verspannte Muskulatur drückt weiter auf das Gelenk, dieser Regelkreis schaukelt sich hoch, bis eine gewisse Schwelle überschritten wird, und dann haben wir das Vollbild der Symptome. Dieses Bild endet dann in dem Symptom Burnout oder Depression, das der Patient aber nicht hat. Er hat nur die Symptome, aber nicht das wirkliche Erscheinungsbild. Und das ist die Gefahr, dass er dann mit Medikamenten abgedeckt wird, die aber nicht zur Lösung seines Problems führen. Ich habe mich natürlich extrem damit beschäftigt, weil ich ja 6 Jahre trainiert habe, die ganze Thematik da sichtbar haben wollte und auch gesehen habe, wie das unter Extremsituationen, Matchball, Breakball, beim Abwehren, wie sehr man da verspannt, wie sehr das am Rücken auch aufs Kreuz geht. Deswegen habe ich ja letztendlich aufgehört. Und für mich war einfach das Beeindruckende, dass er messbar sieht, was das mit meiner Konzentration zu tun hat. Ja? Und das ist ja für einen Sportler nicht unwichtig. Reinhard Zechner hatte Glück, dass er mit Alex Antonitsch befreundet ist. Der ehemalige Tennisstar brachte ihn dazu, seine Nackenmuskulatur auf Stressanfälligkeit testen zu lassen. Der Muskel ist viel aktiver wie der Muskel und der ist auch fast immer doppelt so stark aktiv. Das heißt, es gibt ein Ungleichgewicht in den Muskeln. Das war eigentlich eine Schutzhaltung des Menschen, Kopf einziehen, Schultern raufgeben, wenn eben Druck auf ihm ausgeübt wird oder wenn er Angst hat, wenn eben Stress da ist. Und diese alten steinzeitlichen Reaktionsmuster, die haben wir heute immer noch. Das heißt, vor allen Dingen gefährlich ist nicht dieser kurze, starke Stress, den wir manchmal ausgesetzt sind, wie ein Auto kommt auf uns zu, sondern schlimm sind die langen, monotonen Zustände. Das heißt, so ganz wenig Stress, der aber ununterbrochen vorhanden ist. Das kann bei einer Hausfrau genauso stattfinden wie bei einem Topmanager. Reinhard Zechner lernte eine Entspannungstechnik, die nicht nur der Stressreduktion dient, sondern auch direkt auf die Rückenmuskulatur wirkt. Es sind ganz einfache Muskelübungen, Anspannungen, die man macht. Ja, das sind Übungen auf einer Phase von 30 Sekunden, die jeder im Büro, zu Hause, überall im Auto theoretisch machen kann. Und ich war wahnsinnig überrascht, dass das so funktioniert hat. Nach etlichen Kuraufenthalten und 2 Bandscheibenoperationen hat auch Claudia Teuschel gelernt, mit ihrem Stress umzugehen. Tägliche Übungen helfen ihr dabei. Ich habe es jetzt recht gut gelernt, Nein zu sagen. Aber es war schwer. Die haben das nicht kapiert, dass ich sage, nein, ich mache das nicht mehr. Man muss sich selber wichtig nehmen. Man muss die eigenen Bedürfnisse dann
machen, wenn es anfallen und nicht irgendwann auf die Nacht oder morgen oder übermorgen, heute gleich. Also ich möchte jetzt Nordic Walken gehen, dann gehe ich jetzt. Und habe nichts gekocht für meine Tochter, also man muss die Härte schon kriegen zu den anderen. Weil wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Eine Frau geht ihren Weg, ganz entspannt. Ja. Wie wichtig ist es, ausgeglichen, psychisch stabil und nicht gestresst zu sein für unseren gesunden Rücken? Das wollen wir jetzt zeigen, wie eng das zusammenhängt. Ich begrüße Gerhard Eggetsberger und Alex Antonitsch, den vielleicht noch vom, als Tennisstar kennen. Beide sind vom Institut für Leistungsmanagement tätig und haben uns dieses Testszenario mitgebracht. Ich habe Elektroden am Rücken, bin jetzt hier. Diese Elektroden sind mit diesem Messgerät verbunden. Was sehen wir da jetzt? Also wir messen hier links und rechts an den Schultern das sogenannte Elektromyogramm. Das ist eine direkte Messung der elektrischen Aktivität der Muskeln. Und je nachdem, wie angespannt jemand ist, zum Beispiel durch Einwirkung von Stress, verändert sich die Muskelspannung. Sie wird also mehr, sie wird höher. Und gleichzeitig sehen wir das dann auch am Bildschirm, dass sich die Farbe Richtung Rot bewegt. Mhm. Blau wäre also sehr entspannt und Rot wäre sehr angespannt. Aha, also im Moment meinen Sie, dass ich sehr entspannt bin. Also ja, meint das Gerät? Ja, ganz kurz. Ja. Dazwischen aber eine kurze Aktivität im roten Bereich. Kurze Konzentration. Was passiert jetzt? Also ich weiß jetzt nicht viel darüber, weil ich soll mit gewissen Dingen auch überrascht bzw. gestresst werden von genau, Ihnen. Genau, wir machen jetzt einige nette Stresstests, die wir so durchführen, um zu sehen, auf welche Art von Stress Sie besonders Sie reagieren. Sagen Stresstest und es stresst genau, mich schon. Die Warnabenteuer sind im Kopf. Ne? Gut. Was passiert jetzt? Mein Kollege wird Ihnen mehrere... Ich darf das machen. Dann. Alexander, was hast du vor? Ja, ich mache mich auf der Suche nach deinen Stressoren. Ich habe da ein kleines Geschicklichkeitsspiel mitgebracht. Oh ja. Ja. Die zwei Teile bitte auseinanderbringen. Das sollte dass man das innerhalb von 30 Sekunden gelingen. Ja, das sollte schon. Also wir haben einen 8-Jährigen gehabt, der hat das in 15 Sekunden gemacht. Jetzt sehen wir schon ein bisschen Stress. Das ist ein bisschen vergleichbar auch mit Arbeiten an einem Monitor und am Computer. Das ist schön gemein. Gilt das auch, wenn ich noch einen Knopf reinmache? Nein, das gilt nicht, sondern es geht relativ einfach auseinander, wenn man weiß wie, wenn man es rauskriegt wie. Ja, wir sehen auch sehr deutlich, jetzt kommt es zu sehr starken Muskelverspannungen dazwischen. Ah, ja. Also ein bisschen eine Frustration ist na, da warte, dabei. Das muss, Moment, das muss man ja alles noch mit Köpfchen machen. Genau. Da muss das irgendwie wow, durch. Wow. Oder? Ja. Moment. Ui, hilft so ein bisschen mit, aber... Warte, ja. Geht das? Ja. Darf ich's? Ja. Was ist jetzt? Ich habe geschafft. Zwar nicht in den 30 Sekunden. Zwar nicht in den 30 Sekunden, aber ich denke, man hat ganz gut gesehen, dass man so in den Stress kommt. So, what's next? Ein paar Sachen habe ich noch. Ich habe extra meine Rechentabelle mitgenommen. Oh, ja, das ist bei Mann schon gut. Weil Kopfrechnen tut heute keiner mehr. Und da sehen wir schon, oft reicht es, wenn wir sagen, so, jetzt tun wir rechnen und... Die wahren Abenteuer sind wirklich im Kopf. Wir fangen ganz leicht an. Ja. Nein, wirklich leicht jetzt. Ja. Ja. 37 plus 28. Und da braucht man normal keine Muskulatur. 65. Ja. Plus 54. Ja, da sehen wir eindeutig, dass es nicht wirklich Stress macht. 119. Also Mathematik dürfte nicht unbedingt ein Problem sein. Was? Sollen wir was anderes suchen? Ne? Macht. Ja, wird einen anderen Stress. Ja, wir haben ja noch ein paar Sachen mit. Was ich von dir immer schon wissen wollte, Barbara, deinen Jahresbruttoumsatz. Also ich will nicht den Jahresbruttoumsatz wissen, sondern ich will, wie viel Buchstaben hat dieses Wort und das bitte ohne Finger. Jahresbruttoumsatz, ich 27. Na, Schätzung tun wir nicht. Ohne Finger. Ohne Finger. 18. Das stimmt. So. Stimmt? Ja, aber es ist noch nicht aus. Es ist noch nicht aus. Hat mich wohl nicht so gestresst, oder? Nicht sehr. Hat mich nicht so wahnsinnig gestresst. Aber ganz kurz, bevor ich mich weiter stresst. Herr Professor Grönemeyer, Psyche und Rücke, wie eng gehört das zusammen? Die Rückenschmerzen sind ja ganz oft auch sozusagen psychisch bedingt. Also die innerliche Haltung und die Verspannung der Muskulatur gehören ganz eng zusammen. Wir haben 80% aller Rückenbeschwerden kommen eigentlich aufgrund von Verspannungszuständen der Muskulatur. Und im Gehirn ist eigentlich das emotionale Gehirn ganz eng mit dem vegetativen Nervensystem kombiniert.